Servus zusammen und herzlich willkommen zu dieser Vorlesungseinheit zum Thema wissenschaftliches Schreiben, im Englischen Scientific Writing. Es wird auch darum gehen, wie man Peer Reviews schreibt. Und diese Vorlesungseinheit soll so ein erster Einstieg in das wissenschaftliche Schreiben im Uni-Alltag sein. Das heißt, typischerweise beim Proseminar sind es sozusagen Vorlesungseinheiten, die helfen sollen beim Einstieg in das wissenschaftliche Schreiben. Es wird dann später auch noch andere Teile wissenschaftliches Schreiben 2 und 3 geben, die sich dann an Bachelor-Seminar und Master-Seminare richten. Zunächst aber einmal, was ist sozusagen Teil der Vorlesung und was setze ich hier voraus? Und zwar, was setze ich voraus? Ich setze voraus, dass ihr lesen und schreiben könnt, und zwar, das kommt dann in den nächsten Vorlesungseinheiten eher, dass wir sozusagen beim wissenschaftlichen Schreiben typischerweise in Englisch schreiben, und das setzt natürlich ein gewisses Sprachlevel im Englischen voraus, aber da rede ich eben von Voraussetzungen, die man von der Schule mitbringt. Eine zweite Voraussetzung ist, dass ihr wissenschaftliches Schreiben lernen wollt. Und ich möchte euch allerdings im ersten Teil dieser Vorlesungseinheit auch noch mal ein bisschen motivieren, warum ihr das dann lernen wollen solltet. Dinge, die ich hier nicht behandle, die ich voraussetze, dass die in anderen Teilen kommen. Und bei unserem Proseminar in Ulm haben wir eben tatsächlich dafür separate Teile. Wie finde ich Literatur überhaupt? Wie zitiere ich überhaupt Arbeiten? Wie kann ich LaTeX nutzen, um wissenschaftliche Dokumente zu erstellen, oder wie kann ich wissenschaftliche Präsentationen geben. All das ist sozusagen orthogonal zu dieser Vorlesung, aber insbesondere eben das Zitieren, wie zitiere ich, ist eben hier ausgespart aus diesen Videos. Damit zur Übersicht, was sollen die drei Teile dieser Vorlesungseinheit sein? Zunächst mal so ein Einstieg, wissenschaftliches Schreiben und für euch vor allem so ein bisschen Motivation, warum sollte ich das lernen? Im zweiten Teil kommen wir dann ein bisschen konkreter auf Hinweise, wie geht ihr ran, was ist so eine typische Struktur für eine Einreichung beim Proseminar. Und im letzten Teil soll es dann um das Peer Review gehen, also das gegenseitige Begutachten von Arbeiten, was ihr bei uns auch vornehmen sollt. Gut, damit kommen wir zum ersten Teil der Vorlesung und hier zunächst mal: Warum eigentlich Forschung? Und warum Forschung? Das möchte ich euch an zwei Dimensionen erläutern, nämlich an den Dimensionen Forschung und Lehre. Und da ist es so, dass es so ein Feld gibt und man sagen kann, ja, unterschiedliche Institutionen haben eben unterschiedlich viel mit diesen zwei Achsen zu tun. Also an der Stelle Science und an der Stelle Teaching. Und wenn ihr, ich gehe davon aus, dass ihr alle irgendwie eine Schule besucht habt, und in einer Schule ist der primäre Fokus darauf, dass ich Dinge lerne. Natürlich gibt es sowas wie Jugendforsch, deswegen sind wir hier nicht ganz bei Null bei Forschung oder irgendwelche AGs, die in diese Richtung gehen, aber typischerweise ist der Fokus darauf, Dinge beizubringen. Jetzt gibt es Fachhochschulen, University of Applied Sciences, und bei denen ist es so, dass die schon noch einen Hauptfokus auf eben Lehre haben. Da gibt es auch schon Forschung. Ihr werdet unterrichtet von Professoren, ja, ähnlich wie bei Harry Potter gibt es quasi Lehrer, die Professoren heißen. Jetzt ist das ein bisschen, vielleicht kann das missverstanden werden. Natürlich passiert da auch Forschung, aber im Vergleich zur Universität ist sozusagen, bei der Universität soll es möglichst ausgeglichen sein zwischen eben Lehre und Forschung. Was heißt das? Das heißt, dass die Personen, mit denen ihr typischerweise in der Lehre zu tun habt, dass die auch sozusagen eine zweite Seite von sich haben, nämlich eine zweite Seite, auf der sie Forschung betreiben, versuchen, neue Sachen herauszufinden, Experimente zu machen und Ähnliches, um sich selbst, aber auch der Forschung sozusagen neue Erkenntnisse zu bringen. Gut,
Das dazu, also der Zusammenhang ist dann, dadurch, dass ihr eben an der Universität seid, möchten wir eben auch, dass ihr lernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Jetzt gibt es noch zwei andere Dimensionen, die ich gern betrachten möchte. Und zwar sind das die Dimensionen Forschung und Industrie oder eben Forschung und Engineering. Und hier ist es so, auch wieder an der Y-Achse Forschung und hier unten Industrie oder hier könnte auch stehen, so von der Meinung sozusagen oder von dem, was ich hier mit meine, Engineering. Da gibt es jetzt sozusagen ein breites Spannungsfeld und die Universität sieht sich typischerweise relativ weit hier oben. Es gibt schon sozusagen auch Industriekontakte, aber der wesentliche Fokus ist hier auf Forschung und nicht auf Engineering. Dann gibt es die Fachhochschulen. Die University of Applied Sciences und bei denen, die sind deutlich industrienah, bei denen geht es auch primär um Forschung im Vergleich zur Industrie, aber da gibt es sozusagen mehr Kooperationen und die sind etwas näher dran an der Industrie. So, und jetzt gibt es Forschungsinstitute, die arbeiten dann noch deutlich enger zusammen mit der Industrie. Und dann können wir noch gucken, es gibt natürlich auch Unternehmen und bei Unternehmen kann man eben unterscheiden in große Unternehmen und kleine Unternehmen. Und da ist es schon so, dass ein größeres Unternehmen auch sich das mehr leisten kann, auch Forschung zu betreiben und größere Konzerne haben dann auch komplette Forschungsabteilung und machen sozusagen dadurch mehr Forschung, als sich das eine kleine Firma mit 10 oder 100 Mitarbeitern leisten kann. Gut, damit sozusagen nochmal, soll auch nochmal der Fokus klar werden. Wenn ihr an der Universität studiert, dann sollte euch da auch klar sein, es geht im Prinzip um Forschung, um Erkenntnisgewinn und damit weniger um Engineering, um zu versuchen, dass es irgendwie funktioniert, um ja, so Marktdinge, wie kann ich es einfach gut verkaufen, sondern hier geht es vor allem darum, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Gut, dann nach dieser Einführung für euch möchte ich jetzt noch darauf eingehen. Scientific Writing hat zwei Worte, nämlich Science, Scientific und Writing. Und dann ist jetzt die Frage, warum Forschung, habe ich jetzt euch versucht zu erläutern, warum ihr mit Forschung in Kontakt kommt, warum schreiben? Erstmal ist es so, dass wenn ich Forschung, was ist sozusagen der Zusammenhang zwischen Forschung und Schreiben? In der Forschung habe ich neue Erkenntnisse, ich gewinne sozusagen Einsichten. Und diese Einsichten sollten dokumentiert werden. Erstens, weil ich die selbst nach einer Weile vergesse, aber zweitens auch, um sie mit anderen zu kommunizieren, um andere teilhaben zu lassen an diesen neuen Erkenntnissen. Ja? Und wenn wir jetzt an die Corona-Pandemie denken, dann ist es natürlich auch hochgradig wichtig, dass nicht ein Forscher nur mitkriegt, ja, ein bestimmter Virusstamm ist gefährlicher als ein anderer, sondern ist natürlich auch wichtig, dass man das kommuniziert, in dem Fall auch zu Politikern, zu der Gesellschaft, um sozusagen das Verständnis dafür zu ermöglichen. Diese Kommunikation, die kann aus verschiedenen Gründen laufen und typischerweise ist es eine Kombination von ganz vielen Gründen, warum man seine Forschungsergebnisse kommuniziert. Man möchte Impact erreichen. Wenn ich selber tolle Erkenntnisse habe, aber ich teile die mit niemandem, dann werde ich sozusagen auf der Welt nichts verändern. Das heißt, man möchte was kommunizieren, um bei anderen sozusagen, also ja, gewissermaßen andere auch zu beeinflussen und anderen auch weiterzuhelfen. Man möchte selbst Feedback zu dieser Forschung haben und das ist in der Informatik nochmal eine deutlich andere Kultur als in anderen Bereichen. In der Informatik ist es üblich, dass man Forschung macht, auf eine Konferenz vorträgt, man hält einen Vortrag, kriegt Feedback und dieses Feedback fließt dann wiederum in die Forschung ein. Und dieser Feedback-Zyklus ist auf jeden Fall sehr,
sehr wertvoll. Und was dabei auch öfter passiert ist, dass man sozusagen neue Kollaborationen sich bilden. Das heißt, man arbeitet mit anderen Forschern zusammen. Und dann ist natürlich auch ab einem gewissen Punkt, zumindest mal, wenn man eine wissenschaftliche Laufbahn anstrebt, dann möchte man natürlich auch sozusagen ja, als Experte sozusagen gelten für zumindest mal ein gewisses Thema. Dann ist es so, dass man sagen kann, oder dieser Slogan hier lese ich mal so vor: Research is never finished until it's published. Ist es so, dass man nie zufrieden damit ist, mit dem Ergebnis? Man muss irgendwann den Schlussstrich ziehen und sagen, jetzt hat man das Bestmögliche in dieser Zeit getan und dann veröffentlicht man das. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich diese Publikation, dieser ist einerseits ein Prozess, also wie komme ich sozusagen dahin, dass ich wissenschaftliche Ergebnisse veröffentlichen kann und andererseits auch gleichzeitig das Wort für eben das Ergebnis, was wir eben am Ende haben wollen, was am Ende steht. Und das ist sozusagen, Forschung und wissenschaftliches Schreiben gehen eben Hand in Hand, weil das der Erkenntnisgewinn auch ist, dass man selbst darüber schreibt und dass man bei diesem Prozess des Schreibens auch das Problem besser versteht, seine Lösung besser versteht und dadurch, dass man die anderen versucht mitzuteilen, auch selbst was aus diesem Prozess lernt. Also wissenschaftliches Schreiben ist sozusagen nicht bloß, um Sachen zu dokumentieren, sondern auch gehört ganz intrinsisch sozusagen zur Forschung. Gut, die Frage, warum eigentlich schreiben, kann man auch anders sehen. Also warum erzählen wir nicht einfach, warum singen wir nicht, warum zeichnen wir nicht oder zeigen oder präsentieren oder tanzen oder ähnliches. Und hier auch nochmal sozusagen, ich habe mich vor 2 Jahren, als ich mit den Folien angefangen habe, gefragt, was hat da vielleicht auch die aktuelle Pandemie später mal für einen Einfluss. Und da muss man sagen, jetzt nach gut 2 Jahren Pandemie, es gibt schon einen Einfluss, also eine Publikation, ein schriftliches Dokument ist schon immer noch der primäre Fokus, aber es gibt inzwischen viel mehr Videos auf YouTube oder anderen Plattformen, die sozusagen Forschung verbreiten und präsentieren. Aber in Summe sind wir da noch nicht. Es kann durchaus sein, dass das in 20, 30 Jahren anders aussieht, aber im Moment ist es schon noch so, dass man eben einfach Dinge aufschreiben muss, damit andere die lesen können. Warum wollen wir, dass ihr akademisches Schreiben erlernt, wissenschaftliches Schreiben erlernt? Und zwar der Hauptgrund ist tatsächlich, dass wissenschaftliches Schreiben schärft euer Denken. Das ändert, wie ihr an Probleme herangeht, das ändert, wie ihr Lösungen präsentiert. Und das ist tatsächlich relativ ähnlich zu Programmieren. Ist vergleichbar, dass sozusagen bei diesem Prozess Programmieren erlernen, ist eine der wichtigsten Eigenschaften, dass man abstrahieren kann, dass man auf unterschiedlichen Abstraktionsleveln über das gleiche oder über das gleiche Programm sozusagen nachdenken kann. Und genauso ist das hier beim wissenschaftlichen Schreiben auch. Da kommen wir nachher bei der Struktur von einer wissenschaftlichen Arbeit von zum Beispiel für euer Proseminar nochmal zurück. Und ein zweiter Punkt, der da auch mitschwingt, ist tatsächlich eher ein gesellschaftspolitischer. Ihr sollt ein Gefühl für Forschung bekommen, ihr sollt Forschung lernen wertzuschätzen, zu verstehen und selbst auch in die Lage versetzt werden, zu forschen. Das heißt, das ist natürlich, wir wollen diejenigen, die sich dafür entscheiden, zu promovieren, einen Doktor zu machen, wollen wir natürlich auch zumindest mal mit dem Master dann auf diesen Stand bringen. Gut, also das zur Motivation für euch. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, was sind jetzt eigentlich diese wissenschaftlichen Beiträge, über die ich hier berichten möchte, über die man sozusagen eine Publikation macht. Was ist es wert, es zu veröffentlichen? Und hier mal eine Auflistung von 5 typischen Beiträgen, wissenschaftlichen Beiträgen, Englisch Scientific Contribution. Zunächst mal Theorien. Das heißt, das ist insbesondere das, was in der Mathematik passiert, aber auch in vielen Fachrichtungen, das ist dann die Fachrichtungen heißen dann typischerweise fangen irgendwas mit theoretische an, ja, also theoretische Informatik zum Beispiel oder theoretische Physik. Und hier ist es so, dass wir mathematische Modelle uns überlegen, Theoreme aufstellen, die beweisen und das können eben unter Umständen auch maschinengestützte Beweise sein.
Maschinengestützte Beweise sind eben Beweise, die zwar ein Mensch schreibt, aber die dann von einer Maschine, von einem Programm auf ihre Korrektheit überprüft werden können. Gut, dann gibt es konzeptuelle Beiträge. Das heißt, das sind typischerweise, ich überlege mir einen neuen Algorithmus, ich überlege mir eine neue Anwendung für einen existierenden Algorithmus, ich überlege mir ein Vorgehen, einen Prozess, eine Methodologie, wie man irgendein Problem lösen kann. Und jetzt ist es so, dass nicht jeder dieser wissenschaftlichen Beiträge oft so einzeln oder allein vorkommt, aber es gibt eben auch Artefakte. Was meine ich mit Artefakten? Naja, es gibt Software, die geschrieben wird, um Forschung überhaupt zu ermöglichen. Es gibt Daten, die man braucht, die zum Beispiel erhoben werden im Zuge der Forschung oder die eben verarbeitet werden, weiterverarbeitet werden in der Forschung. Und diese Daten, diese Software gewinnt immer mehr an Bedeutung in der Forschung, weil man eben Sachen auch replizieren möchte in der Forschung. Ja, man möchte in der Lage sein, Sachen wiederholen zu können und dass eben andere Forscher auch Sachen überprüfen können oder auf diesem Stand aufbauen können. Und da gibt es eben verschiedene Sachen. Wenn ich Daten habe, dann kann das eben auch ein Benchmark sein, den andere benutzen können, um sich gegen mich zu vergleichen. Und Challenges ist sozusagen ein Konzept in der Wissenschaft, wo verschiedene Algorithmen zum Beispiel, Sortieralgorithmen, gegeneinander antreten und man versucht dann zu gucken, welche Algorithmen haben auf welchen Daten die Nase vorn und das möglichst automatisch zu machen. Gut, dann haben wir empirische Evaluierung. Das hatte ich vorhin schon angesprochen, dass man Experimente macht, um neue Erkenntnisse zu gewinnen oder eben auch Hypothesen aufstellt und diese Hypothesen dann eben validieren möchte anhand von Daten. Und der letzte Punkt, und das ist eigentlich jetzt das Entscheidendste für euch aus dieser langen Liste für das Pro-Seminar, das ist ein Survey. Oder da gibt es viele Begriffe für, im Prinzip ein Überblick über die Literatur. Und in diesem, da gibt es sozusagen verschiedene Stufen, dass man eben einfach nur einen Überblick gibt und zeigt, was da ist. Das machen Mapping Studies zum Beispiel, da geht man relativ systematisch vor und versucht sozusagen Literatur zu finden. Bei uns beim Pro-Seminar habt ihr dazu schon was gehört. Und dann möchte man noch weitergehen in Stufen. Die nächste Stufe wäre dann eben, dass man auch noch neue Forschungslücken entdeckt, indem man quasi Literatur sich anguckt und guckt, wo gibt es noch keine Lösungen für, wo gibt es noch Probleme, offene Probleme. Und dann ist der nächste Punkt, wenn man eben solche Gaps, solche Lücken entdeckt hat, dass man eben dann eine Roadmap erstellt, eine Forschungsroadmap, und diese Forschungsroadmap würde eben sagen, was muss in den nächsten 10 Jahren passieren, damit wir in der Forschung sozusagen neue Erkenntnisse gewinnen können. Jetzt klingt das vielleicht ziemlich abgefahren. Alles, was wir typischerweise beim Pro-Seminar erwarten, ist, dass ihr einfach einen Überblick über Literatur geben könnt. Ja, also solche Forschungslücken zu identifizieren oder gar noch größer, also so eine Vision zu haben, was in den nächsten 10 Jahren passieren soll, das ist durchaus nichts, was wir jetzt erwarten beim Pro-Seminar. Aber da in die Richtung kann sich es natürlich entwickeln beim Bachelor- oder Master-Seminar. Was habt ihr jetzt eigentlich zu tun oder was ist unsere Vorstellung für das wissenschaftliche Schreiben? Und zwar, wissenschaftliches Schreiben ist ein solch komplexer Prozess, dass ihr das nicht in einer einzelnen Veranstaltung lernt. Und deswegen gibt es auch diese Vorlesung in sozusagen 3 Einheiten auf 3 verschiedenen Stadien, nämlich fürs Pro-Seminar, fürs Bachelor-Seminar und dann später fürs Master-Seminar. Und wir wollen also, dass ihr im Studium mehrmals damit in Kontakt kommt mit dem wissenschaftlichen Schreiben und in jeder Stufe wieder neue Kompetenzen entwickelt und euch weiter verbessert. Das heißt, das Pro-Seminar ist für euch so ein erster Kontakt zu wissenschaftlichem Arbeiten und ihr sollt hier typischerweise nur einen Überblick geben, was es in der Literatur gibt, und das sind meist noch relativ wenig Arbeiten. Beim Bachelor-Seminar geht es meist auch noch um einen Literaturüberblick, aber da gibt es dann meist mehr Literatur, das heißt, ihr müsst euch verbessern, wie ihr wissenschaftliche Dokumente lest, weil ihr vielleicht nicht mehr nur 10 Arbeiten euch anseht, sondern vielleicht 100 Arbeiten oder 50 Arbeiten. Das heißt, ihr müsst eure Leseskills verbessern, aber auch eure Schreibskills für das akademische Schreiben. Und dazu gehört zum Beispiel auch, wie man Absätze strukturiert. Das ist jetzt in diesem Vorlesungseinheit noch nicht behandelt.
Wir wollen euch mit Proseminar und Bachelor-Seminar vorbereiten auf die Bachelorarbeit. In der Bachelorarbeit, die ist typischerweise eben über 6 Monate gestreckt, aber eben dann nicht Vollzeit, sondern eben nur ein Teil der Zeit in diesen 6 Monaten. Typischerweise habt ihr Lehrveranstaltungen nebenher. Und hier geht es tatsächlich um wissenschaftliche Beiträge, typischerweise, die über Literaturüberblick hinausgehen. Oft ist es so, ihr sollt selber mal irgendeine Idee implementieren, dazu ein paar Messungen machen und Überblick geben über Literatur, was ihr jetzt besser gemacht habt. Ja, das ist so ein ganz, ganz typisches Thema für eine Bachelorarbeit. Gut, das dazu. Das war der Teil im Bachelor und dann gibt es noch 2 Stufen drauf im Master, nämlich das Masterseminar. Das heißt, ihr habt über diese 3 Stufen schon einiges gelernt. Beim Masterseminar werden typischerweise die Themen anspruchsvoller. Das kann wirklich auf dem Zahn der Zeit sein, auf sozusagen dem aktuellen Stand der Forschung. Muss es nicht unbedingt, das kommt auch ein bisschen auf das Seminar an. Hier ist ein besonderer Fokus, dass ihr noch besser, präziser schreibt, dass ihr tolle Absätze euch überlegt, die man einfach nachvollziehen kann. Und damit wollen wir euch wiederum vorbereiten auf die Masterarbeit. Das ist eben durchaus ein größeres Projekt, weil man dann eben 6 Monate Vollzeit daran arbeitet und so etwa die Hälfte der Zeit tatsächlich mit wissenschaftlichem Schreiben verbringt. Deswegen nicht unterschätzen, was das Proseminar jetzt schon für eine Bedeutung hat. Es ist der erste Schritt, der Erstkontakt. Das muss euch jetzt alles noch nicht abschrecken, sondern soll euch eigentlich eher motivieren und zeigen, wo wollen wir euch hinführen. Und das Proseminar ist für euch der erste Schritt. Und umso besser ihr da seid, umso mehr Freude habt ihr sozusagen auch an den folgenden Stufen. Was habe ich jetzt im ersten Teil dieser Vorlesungseinheit behandelt? Es ging um, warum brauchen wir überhaupt wissenschaftliches Schreiben? Warum braucht wissenschaftliches Schreiben die Forschung? Und warum solltet ihr das lernen? Verschiedene Arten von wissenschaftlichen Beiträgen, über die es sich lohnt zu schreiben. Und wie ihr in Kontakt kommen werdet mit dem wissenschaftlichen Schreiben im Rahmen eures Studiums. Und jetzt gibt es hier unten immer noch so einen kleinen Pointer. Wir werden im Moodle noch praktische Aufgaben bereitstellen. Das heißt hier, wenn ihr die Folien zur Hand habt, in den Folien einfach auf See Moodle klicken oder aber im Moodle direkt nach Aufgaben gucken. Da wird dann stehen, welche Aufgaben es gibt, weil wir die öfter mal ändern werden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr euch gleich nach den praktischen Aufgaben den nächsten Teil anguckt. Bis dann. Ciao, ciao.